Die Grünen sind strikt gegen die Abschaffung der Altersrente mit 63 oder Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie sagen, das wäre ein fataler Fehler. Es würde zu einem riesen Vertrauensverlust in der deutschen Bevölkerung führen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich mache es wirklich ganz, ganz kurz. Die Deutsche Presseagentur hat mitgeteilt, dass der Rentenexperte der Grünen Bundestagsfraktion Markus Kurz mitgeteilt hat, dass die Grünen im Bundestag strikt gegen die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 sind. Die haben sich also dagegen gewandt, die haben klipp und klar gesagt, mit uns nicht. Eine solche Reform würde keineswegs den Haushalt 2025 sanieren, sondern würde nur dazu führen, dass es in der Bevölkerung einen massiven Vertrauensverlust gibt. Das liegt auch daran, dass sozusagen hier in Lebensplanungen von Menschen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auch von betriebsbedingten oder betrieblichen Planungen von Arbeitgebern eingegriffen wird. Und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, kurzfristig solche Dinge zu organisieren. Darüber hinaus sind die Einspareffekte relativ gering, weil dann logischerweise die Menschen aus der abschlagsfreien Rente, wenn sie die nicht mehr kriegen können, natürlich dann in eine gehen, die dann Abschläge hat, möglicherweise sogar mit höheren Abschlägen, gehen dann früher in Rente und belasten dadurch die Rentenkasse natürlich deutlich mehr. Dann muss wieder der Bundeshaushalt einspringen. Also, meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Ich kann nur Folgendes sagen. Den Vorschlag der FDP, da mache ich mal einfach nur so den Daumen runter. Das finde ich einfach nur noch schurflich, auf Kosten der fleißigen Menschen in Deutschland hier die Rente mit 63 abschaffen zu wollen. Das ist einfach ungehörig und das ist eine Riesensauerei, was der Lindner hier vom Stapel gelassen hat. Aber das ist meine Privatmeinung. Letzten Endes müssen die Politiker das entscheiden und sich bei dieser Entscheidung vor allen Dingen dann auch immer die Frage stellen, kann ich dann wirklich jeden Tag ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen, wo ich weiß, dass meine Nachbarin oder mein Nachbar möglicherweise als Arbeitnehmer wegen mir, weil ich das entschieden habe, die Rente nach 45 Jahren Wartezeit abschlagsfrei nicht mehr in Anspruch nehmen kann, wohingegen ich als FDP-Abgeordneter eine horrende Bundestagspension bekommen werde nach 4 Jahren, über 1000 Euro. Das muss man erstmal hinkriegen. Dazu müssen Sie 25, 26 Jahre gearbeitet haben. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Einfach nur noch mal zur Klarstellung und auch zur Beruhigung. Rente mit 63 wird nicht durch die Grünen angefasst. Gut so. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.